Hallo und herzlich willkommen hier bei Ubi Tested. Schön, dass ihr reingeklickt habt zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. Heute mit mir vor der Kamera der Renault Austral. Der Renault Austral, ein Kompakt-SUV aus Frankreich, möchte euch da draußen natürlich begeistern. Ob er das kann, das werden wir heute herausfinden. Wie? Wir gehen auf Verbrauchsrunde mit dem Vollhybrid-Antrieb, der hier unter der Haube steckt. 200 PS leistet der, teilelektrisch kann er fahren, aufgeladen werden muss er nicht. Also werden wir natürlich schauen, wie effizient ist denn das Fahrzeug. Angegeben ist er ja mit einem schönen Wert von 4,6 Litern im Mix. Werden wir das erreichen? Das werden wir klären auf unserer Verbrauchsrunde. 50% ist die Überlandfahrt, 40% Autobahn VMAX 140, 10% Stadtverkehranteil. Also ein guter Mix, um zu klären, wie im Alltag der Verbrauch sich so verhält. Zudem werdet ihr natürlich auch alles Wichtige rund um den Renault Austral erfahren, wie er sich fährt, wie die Ausstattung ist, wie der Kofferraum ist, wie die Platzverhältnisse sind. Und am Ende des Videos gibt es dann natürlich die Info zum Kaufpreis, zum Verbrauch und meine persönliche Meinung. Wenn euch das Ganze jetzt interessiert, würde ich mich freuen, wenn ihr dranbleibt, den Kanal ein Abo schenkt und mir eure Meinung unten in der Kommentarbox hinterlasst. Dann können wir am Ende des Videos auch gerne diskutieren. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei diesem Video mit dem Renault Austral und mir, dem Ubi. Der Renault Kadja war der Vorgänger des Renault Austral. Also man hat sich hier für eine Namensänderung entschieden. Das ist durchaus interessant. Der Renault Kadja hat sich wirklich sehr, sehr gut hier auch in Deutschland verkauft. Ein sehr beliebtes Fahrzeug aus dem Modellprogramm der Franzosen. Und der spielt auch in dem beliebten Kompaktklasse-Segment, wo jetzt natürlich auch der Austral drin bleibt. Das Kompaktklasse-Segment besteht unter anderem aus den Mitbewerbern Hyundai Tucson oder Volkswagen Tiguan, also ein sehr, sehr beliebtes Fahrzeugsegment. Der Austral möchte hier auch punkten, vor allem mit dem Design. Das Fahrzeug kommt sehr massiv und massig rüber, deutlich größer wirkt es, als die Abmessungen von 4,51 Meter Außenlänge es vermuten lassen. Wir haben auch lediglich eine Breite von 1,83 Meter ohne die großen Außenspiegel und ein eher nicht allzu hohes SUV mit 1,62 Meter Bauhöhe. Optisch kommt der Wagen deswegen so wuchtig her, weil wir an der Front bereits einen großen, massigen Kühlergrill mit einem riesigen Rhombus haben, also dem Markenlogo von Renault, der jetzt auch noch neu designt wurde, jetzt in so einem Flat-Design. Das haben sie aktuell alle, weil sie natürlich Richtung Elektroauto gehen. Und dann haben wir hier auch noch Voll-LED-Scheinwerfer verbaut, serienmäßig. Wir haben hier noch die optionalen Matrix-LED-Scheinwerfer untergebracht. Die schauen auch richtig gut aus, haben eine schöne Leuchtgrafik, haben aber eher natürlich den Vorteil, dass sie richtig gut in der Ausleuchtung der Straße sind und hier auch wirklich für mehr Sicherheit sorgen und sollten in meinen Augen in jedem Renault Austral drinnen sein. Also hier auf alle Fälle das Kreuzchen machen. Der Aufpreis liegt bei 950 Euro. Am Heck haben wir dann auch Voll-LED-Rückleuchten und die sind auch sehr massig ausgeformt, ziehen sich weit in die Hecklappe hinein bis zum Rhombus, der dann lediglich beide Rücklichter optisch noch zu trennen scheint. Die Rücklichter haben auch diese sichelförmigen Designsprache, die auch an der Front aufgegriffen wird. Zusätzlich gibt es hier noch 20 Zoll Leichtmetallräder in der höchsten Ausstattungslinie Iconic Esprit Alpine. Dann wirkt das Auto eben auch in der Seitenlinie richtig massiv. Wir haben aber immer dennoch große Fensterflächen und auch eine Sonnenschutzverglasung in unserem Fall. Zudem haben wir jetzt hier die kostenpflichtige Zweifarblackierung und die ist richtig teuer mit einem Aufpreis von 1.690 Euro hier mit dem Weiß und dem schwarzen Dach. Also ob man das nehmen sollte, weiß ich nicht so recht. Schaut natürlich richtig gut aus.
Hinter der elektrisch öffnenden Heckklappe gibt der Austral allerdings ein eher durchschnittliches Platzangebot. Preis 430 Liter ist das Gepäckraumvolumen lediglich. Das ist nicht viel in dieser Klasse und lässt sich auch dann nur auf maximal 1455 Liter erweitern, wenn wir dann die Rücksitzlehne im Verhältnis 2/3, 1/3 hier umlegen. In der zweiten Sitzreihe sitzen dann Erwachsene wie ich mit meinen 1,78 Meter hinter meinem imaginären Ich echt gut, genügend Kniefreiheit und Kopffreiheit. Kindersitze können mit Isofix-Bügeln hier an den Außenpositionen gesichert werden. Zusätzlich besteht noch eine dritte Isofix-Möglichkeit auf dem Beifahrersitz, was ich echt gut finde. Und es gibt für die Fondpassagiere zudem Luftaustritte sowie Stromanschlüsse mit USB und 12 Volt. Also auch hier genügend Reisekomfort. Eine Mittelarmlehne gibt es zusätzlich. Einziger Wehmutstropfen ist, es gibt keine Sonnenschutzrollos hier in den Türen. Da würde ich mir wünschen, dass das vielleicht noch kommen würde. Dann wäre es ein perfektes Familienauto. Aber das dürfte dann vielleicht auch eher dem größeren Modell, dem Renault Espace, vorbehalten sein. In der ersten Sitzreihe sitzt es sich dann hier auf Sportsitzen im Esprit Alpine. Die Sitze machen einen optischen, richtig tollen Eindruck. Hier haben wir nämlich überall nicht nur Kunstleder, sondern auch vor allem Alcantara-Einsätze zu den Stoffmöglichkeiten. Wir haben Alcantara in den Türen drinnen und auch am Dashboard nochmal aufgegriffen. Zudem gibt es überall schönes Kontraststitching hier in Blau oder eben hier diese blaue Kontraststitching im Gurt. Zusätzlich auch hier in den Türen überall noch blaues Kontraststitching. Und ein echtes Highlight ist das Lenkrad, was wir hier haben. Das ist nicht nur oben und unten abgeflacht, das haben sie alle, sondern es gibt hier auch eine schöne Alcantara-Einlage und dreifarbiges Kontraststitching hier in den Renault und in den Landesfarben Frankreichs. Zudem haben wir auch diese Landesfahne hier noch an den Sitzen untergebracht. Also das hat schon echt ein besonderes Flair und das ist meiner Meinung nach den Aufpreis von 1000 Euro hier echt wert. Der Fahrer blickt dann auf ein fast schon klassisches Cockpit. Wir haben hier ein Display oder der Mittelkonsole, das hochstehend ist, sondern nicht einfach nur quer orientiert, sondern das Display steht hoch und ist deutlich zum Fahrer hingeneigt. Also für die Bedienung echt sehr gut, auch für die Ablesbarkeit. Es ist eher tief orientiert, das heißt, der Blick des Fahrers ist frei über die große Windschutzscheibe und zusätzlich gibt es noch ein 9,2 Zoll großes Head-Up-Display, das man gegen Aufpreis ordern kann. Das ist wirklich fein aufgelöst, liegt perfekt im Sichtfeld und sollte man dann sich auch gönnen, in meinen Augen. Das ist eine sehr sinnvolle Ergänzung eben zu den digitalen Anzeigen, die wir hier auch sonst haben. Das Cockpit hier ist beherrscht vom riesigen volldigitalen Kombi-Instrument, das auch sehr hoch aufgelöst ist und auch nicht nur eine schöne Kartenansicht bietet, sondern auch ansonsten individuell einstellbar ist. Hier sowohl die rechte Kachel ist durch die Multifunktionslenkradbedienung individuell umstellbar und wir haben dann natürlich durch die View-Taste können wir uns dann auch noch vorkonfigurierte Ansichten hier anzeigen lassen. Das Display in der Mittelkonsole ist ebenfalls, wie gesagt, sehr hochauflösend. Und auch als Bedienung haben wir hier Google und das sorgt dann dafür, dass das Ganze auch sehr flüssig arbeitet, sehr zuverlässig arbeitet und vor allem natürlich auch die Navigation hier mit Google Maps sehr zuverlässig und auch echt toll funktioniert. Also auch in da ein echtes Highlight. Natürlich haben wir auch den Google Sprachassistenten drinnen, um hier das Fahrzeug mit der Sprache bedienen zu können, wenn man sich das denn wünscht. Denn in meinen Augen eine Sprachbedienung ist deswegen gar nicht notwendig, da hier die Touchflächen sehr groß geraten sind. Man kann es gut bedienen und man hat zudem noch weite physische Bedienelemente für die Klimaautomatik. Unter anderem alles das ist echt toll. Darunter haben wir dann noch zwei USB-C-Anschlüsse, eine 12-Volt-Steckdose und zwei Cup-Holder untergebracht.
und dann auf der Mittelkonsole haben wir eine schubhebelartige Ablagemöglichkeit für die Hand. Nein, das ist nicht der Automatik-Wählhebel, was man vielleicht erstmal erwarten würde, denn der sitzt hier an der Lenksäule, da wo er wirklich in meinen Augen auch tatsächlich hingehört, denn man bedient das Ganze echt sehr, sehr schnell und sehr intuitiv da oben. Und wenn man sich das einmal dran gewöhnt hat, dann steigt man in ein anderes Auto und dann ist irgendwie der erste Griff hier hinter das Lenkrad zum Bedienen des Fahrwheelhebels. Wir haben dann noch ein induktives Ladefeld hier für Smartphone gummiert. Da rutscht das Lenkrad auch nicht hin und her. Leider ist es allerdings nicht klimatisiert, sodass dann immer wieder das Laden, gerade im Sommer, wenn dann die Sonne hier auf das Smartphone und die Mittelkonsole knallt, doch öfter unterbrochen wird aufgrund von Temperaturproblemen am Smartphone. Wir haben dann noch eine Mittelarmlehne, die auch öffnerbar ist und da ist dann auch noch ein tiefes Ablagefach drin. Die Ablagefächer sind insgesamt hier nicht sonderlich groß geraten, also wer hier auch eher auf mehr auf Ablagen Wert legt, der wird jetzt vielleicht beim Austral nicht sonderlich happy werden. Happy sollte man aber werden mit dem Antrieb hier unter der Motorhaube. Es gibt zwei Antriebe für den Austral, sowohl einen Mildhybriden als auch einen Vollhybriden. Wir fahren hier die Top-Variante, den Vollhybrid, der eine Systemleistung von 147 kW hat, also 200 PS leistet. Die setzt sich zusammen aus insgesamt drei Motoren. Zum einen aus einem 1,2 Liter großen Dreizylinder Turbobenziner, den wir so auch schon aus diversen anderen Fahrzeugen kennen. Der leistet 131 PS. Und wir haben dann noch zwei E-Motoren. Der eine ist lediglich für die Mildhybridisierung des Dreizylinders zuständig, also den Riemenstartergenerator. Und dann haben wir noch einen Fahrmotor, einen Elektromotor, der eine Leistung von 50 kW leistet. Und der ist vorwiegend auch dann tatsächlich hier für den Vortrieb zuständig, denn das Zusammenspiel erfolgt dann in einem sogenannten Multimode-Getriebe, das dann eben die Fahrstufen hier einzeln genau auf die jeweilige Fahrsituation anpasst. Man kann sich das also mal ganz grob so ungefähr als automatisiertes Schaltgetriebe so ein bisschen vorstellen. Es werden hier so ungefähr bis zu 15 Fahrstufen können hier eben dann eingestellt werden. Dass dieses Getriebe tatsächlich auch eher als mit einem automatisierten Schaltgetriebe zu vergleichen ist, das fällt dann schnell im Fahrbetrieb auf. Kommen wir aber erst einmal zum allgemeinen Thema des Hybridantriebes. Denn ein Hybrid oder ein sogenannter Vollhybrid, und den müssen wir jetzt erstmal klären nochmal kurz. Es gibt einen sogenannten Mildhybrid, das ist eben die Einstiegsmotorisierung hier beim Austral. Das bedeutet, wir haben einen Benzinmotor, der lediglich von einem Riemenstartergenerator etwas elektrisch unterstützt wird. Das heißt, er bekommt etwas Kraft im unteren Drehzahlbereich, da wo vielleicht der Turbolader noch gar nicht genügend Druck aufbauen kann. Das Fahrzeug kann dann vielleicht sogar als segeln mit abgeschaltetem Motor, je nach Voltzahl, die hier verbaut ist. Und dann gibt es eben den Vollhybriden. Das bedeutet, wir haben eine Fahrbatterie, allerdings eine sehr kleine Batterie. Die hat hier lediglich ein Volumen von 1,7 Kilowattstunden. Und das sorgt also für kurzes elektrisches Fahren von vielleicht so 2 Kilometern mal. Und ist auch eine Pufferbatterie, die dann eben durch den Motor wieder aufgeladen wird oder durch eine Rekuperation. Das bedeutet also Bremsenergie-Rückgewinnung. Da fungiert dann der Elektromotor eben als Generator, speist Energie in diese kleine Pufferbatterie, aus der dann eben der Antrieb erfolgt, rein elektrisch bei Bedarf. Das funktioniert auch insgesamt sehr gut. Man kann diese Batterie übrigens natürlich nicht extern aufladen. Das wäre dann ein sogenannter Plug-in-Hybrid. Der hätte dann auch eine deutlich größere Batterie. Unsere kleine Batterie hier, die wiegt auch schon 50 Kilo, hat also auch ein gutes Gewicht. Gewicht ist auch ein Thema. 1517 Kilo ist das Leergewicht des Austral. Damit ist er gar nicht mal so schwer, wie er vielleicht erst einmal eben optisch auch wirkt. Aber kommen wir nochmal zum Antrieb jetzt zurück.
Wie gesagt, 147 kW leistet er. Er beschleunigt den Austral in 8,4 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100. Bei 174 Stundenkilometern ist dann allerdings auch schon Schluss. Was jetzt vielleicht erst einmal etwas wenig wirkt, ist in der Praxis in meinen Augen aber gut verkraftbar. Denn der Wagen hat genügend Kraftreserven hier gerade in der Stadt oder im Überland sowie auch auf der Autobahn, um genügend zu beschleunigen. Wer 160 fahren möchte auf der Autobahn und das als Reisegeschwindigkeit für sich gut empfindet, der wird auch mit dem Austral hier gut reisen können. Allerdings muss man gleich sagen, dass das Zusammenspiel hier der Elektromotor und des Verbrenners jetzt nicht unbedingt ideal ist. Das liegt aber nicht an beiden Antrieben selber, sondern an dem Multimode-Getriebe, was sich sehr ruppig immer wieder zuschaltet oder auch abschaltet. Der Motor, der Dreizylinder, trommelt auch sehr vernehmlich und sehr, wenn er denn dann den Akku einmal lädt, das muss man auch mögen. Zudem sieht man dann auch schon, dass die momentan Verbrauchsanzeige hier auf 18, 19 Liter hochgeht für an wenige Sekunden, bis dann wieder genügend Energie in die Batterie gespeist wurde. Dann schaltet er sich komplett ab und der Austral kann auch voll elektrisch längere Strecken absolvieren. Das macht er auch sehr, sehr häufig. Man kann ungefähr sagen, dass meist so ungefähr 45-50% der Strecken sogar voll elektrisch absolviert werden. Der Motor kann aber auch die Antriebsräder direkt bedienen. Somit gerade auch im oberen Geschwindigkeitsbereich sorgt das dann natürlich auch für nochmal einen gesenkten Spritverbrauch. Zu dem werden wir dann aber gleich kommen am Ende des Videos. Jetzt schauen wir nochmal kurz auf das Fahrverhalten, denn das ist natürlich auch sehr wichtig bei einem solchen großen SUV. Und der Austral fährt sich richtig gut. Es ist ein sehr, durchaus eher dynamisch ausgelegtes SUV. Wir haben eine sehr straffe Fahrwerksabstimmung, die mit kurzen Stößen jetzt nicht sonderlich gut zurechtkommt. Also Kanaldeckel, Querfugen, das mag das Fahrwerk hier nicht. Das wird dann eher etwas steifbeinig mitgenommen. Wellen allerdings zum Beispiel werden gut absorbiert und auch Stöße, die ineinander, also aufeinander direkt folgen, die absolviert das Fahrwerk richtig gut. Meiner Meinung nach also eher einen Tick dynamischer ausgelegt als eher komfortabel. Das merkt man auch an der Lenkung. Die Lenkung ist sehr direkt, hat allerdings nicht sonderlich viel Rückmeldung hier von der Straße zu bieten oftmals. Dennoch fährt sich der Austral wirklich richtig gut und auch sehr erwachsen und auch sehr solide, wie ich finde. Fahrassistenz ist natürlich ebenfalls an Bord. Wir können teilautomatisiert hier auf der Autobahn unterwegs sein oder aber auch sonst. Das Fahrzeug hält die Spur, hält den Abstand zum Vordermann. Wir haben eine tote Winkelüberwachung, wir haben eine 360-Grad-Kamera, wir haben Notbremsassistenten hier natürlich auch an Bord. Also auch hier ist der Renault Austral absolut up to date und auch auf dem Stand der aktuellsten Technik. Jetzt wollen wir aber wissen, was kann vor allem der Antrieb hinsichtlich Verbrauch und was kostet denn eigentlich der Austral? Alles das kläre ich jetzt mit euch hier beim Fazit. Viel Spaß! Ja, es ist geschafft. Der Renault Austral hat die Verbrauchsrunde absolviert. Ein sehr, sehr schönes Fahrzeug, wie ich persönlich finde. Leider die Platzverhältnisse etwas knapp, das Fahrwerk ein Tick zu straff. Und beim Vollhybrid muss man echt herausfinden, ob einem das taugt mit diesem Multimode-Getriebe, das dann immer ein bisschen ruppig den Antrieb umschaltet oder die Antriebsart umschaltet und auch, dass die Gänge eben mit einer Zugkraftunterbrechung gerne gewechselt werden. Das sollte man in einer Probefahrt klären, denn da ist dann der Mild-Hybrid mit einem Doppelkupplungsgetriebe deutlich harmonischer im Zusammenspiel zwischen Antrieb und Getriebe. Was mir allerdings sehr, sehr gut gefällt beim Hybrid ist das Thema Verbrauch. Das muss man ganz klar sagen. Ich bin beeindruckt, wie niedrig der Verbrauch sich auch im Alltag fahren lässt. Man kommt wirklich kaum
über 5 Liter oder über 5,5 Liter in der Praxis, meiner Meinung nach. Es sei denn, man hat einen sehr, sehr hohen Autobahnanteil. Denn Autobahn ist halt dann natürlich nicht die Stärke des Vollhybriden, weil er da in sehr wenig elektrisch fahren kann. Ansonsten ist der elektrische Anteil sehr, sehr hoch. Zum Beispiel in unserem Fall über unsere Verbrauchsrunde, die knapp über 116 Kilometer geht. Da hatten wir zum Beispiel einen voll elektrischen Anteil von knapp 60 Kilometern. Und das ist dann schon sehr beeindruckend, dass wir eben rund 50% hier der Strecken auch elektrisch zurücklegen können. Das sorgt dann eben auch für einen tollen Testverbrauch hier von 4,9 Liter, errechnet an der Zapfsäule. Und damit mit dem 55 Liter großen Kraftstofftank haben wir eben auch einen Aktionsradius von gut 1000 Kilometern. Also für Langstrecken ist er im Grunde eigentlich gemacht. Auch wenn er eben nicht so gut auf der Autobahn passt. Also insgesamt ein bisschen schwierig, das Fahrzeug hier zu greifen. Beim Preis ist es auch echt schwer. Der geht bei knapp 32.000 Euro geht's los. Für die Einstiegsvariante dann eben mit 160 PS Mildhybridantrieb. Und unser voll ausgestatteter Testwagen oder fast voll ausgestatteter Testwagen in der Top-Ausstattungslinie, der liegt so, wie er dasteht, für 49.350 Euro. Übrigens, wenn man dann mal schaut, wie hoch ist denn der Aufpreis vom Vollhybrid, der liegt bei 5.000 Euro. Also auch hier sollte man sich überlegen, 5.000 Euro, ja, 2 Liter auf 100 Kilometern ungefähr der Verbrauch. Aber ich denke, über eine größere Distanz fährt man diesen Verbrauchsvorteil des Vollhybriden sicherlich nicht ein. Jetzt bin ich gespannt, was ihr sagt zum Renault Austral, was ihr sagt zum Video. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentarbox. Vergesst dem Video kein Like zu geben und vor allem auch den Kanal zu abonnieren. Wenn euch sonst irgendwo der Schuh drückt, auch das könnt ihr mir sehr gerne unten in die Kommentarbox schreiben. Und dann hoffe ich, wir sehen uns demnächst wieder hier bei Ubi Tested. Ich sage danke fürs Reinklicken, tschüss und Servus, euer Ubi.